Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 52 von Simotrans Kooperation. Ja, da sind wir drin in unserem Spiel. Und ja, wir haben so ein bisschen überlegt, dass wir auch finanzielle Probleme haben. Der Michael hat da auch zugeschrieben und wir sollten da mal das Finanzfenster auch bei aufmachen, was wir gerade tun. Hier sehen wir das Jahr, dieses Jahr laufend und das ist das letzte Jahr. Und da sollten wir uns mal einzeln angucken, hier die Straße. Die Straße macht natürlich Betriebsgewinn minus. Und das meiste sind die Instandhaltungskosten. Und der Zug ist derjenige, der momentan das Gewinnmäßige macht. Sonstiges haben wir gar nicht groß. Und ja, alle ist dann klar, sind wir hier bei 65.000. Also wir sind da schon etwas schlecht momentan unterwegs. Wir müssen aufpassen, dass wir da jetzt nicht absacken, weil, wie gesagt, da sind jetzt Jahre vor uns, wo das mit dem Speedbonus da wirkt. Wir können keine schnelleren Züge bauen, aber der Speedbonus nimmt irgendwie ab oder sowas. Der verlangt halt mehr Geschwindigkeit. Gut, sind wir jetzt hier erstmal drinne, zoomen ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir sind bei Leipzig. Ja. Das war jetzt das. Der Michael hat noch geschrieben, dass halt die Bushaltestellen 125 kosten und das ist das teure im Endeffekt. Und wir sollten jetzt noch erstmal die Fahrtgeschichte verbessern, was natürlich auch gut ist, wenn wir auf gewissen Strecken noch weitere Züge dazu nehmen. Warte mal, da gehen wir hier hin, weil er hat schon vorgeschlagen, noch auf unserer Nord-Süd-Achse etwas zu machen, damit da das Verkehrsaufkommen abgearbeitet wird. Und zwar war das jetzt in Hannover, wo er startete, muss ich jetzt mal gucken. Nee, in Göttingen und Hildesheim stauen sie sich nach Hannover. Das hat er geschrieben. So, und dafür sollten wir eine neue Linie machen. So, das machen wir dann auch mal. Wo fängt er an? Hannover, Hildesheim, zurück nach Hannover, ab nach Göttingen, wieder zurück nach Hannover, ohne Halt in Hildesheim. Also so, 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 so. Gut, dann sind wir in Hannover als Startbahnhof. Das ist, glaube ich, richtig. Und wir bauen eine neue Linie auf, die wir hier haben. Das wäre also von hier nach dort, dann wieder hier hin. Dann kommen wir besetzen da mal den zweiten Bahnhof. Da fährt er durch, hält aber nicht an, hat der Michael geschrieben. Der soll direkt nach Göttingen. Und wo ist Göttingen? Göttingen muss jetzt hier irgendwo erscheinen. Da. Da, und dann wieder direkt nach Hannover, was ja der erste Halt dann in dem Sinne ist. Gut. Das ist eine Linie und die nennen wir jetzt Hannover, Hildesheim. Ich glaube, das war HIL, ne? Und nach Hannover und dann wieder nach GÖ war das, glaube ich, Göttingen, ne? Aber warte mal, wir können das mal gerade hier bei der Linie checken. Das sehen wir ja hier, ne? Ne, HI ist Hildesheim und der Rest passte schon. So, der weg. Gut, dann haben wir die Linie. Und da müssen wir jetzt einen Zug drauf machen. Hat der Michael geschrieben. Aber ein rein Personenzug war das, ne? Ah ne, er hat dann von der Hannover-Würzburg-Linie einen draufgesetzt. So ist das, okay. Dann, das war jetzt verkehrt. Gehen wir dann nochmal hier hin. Und da haben wir die Linie und jetzt müssten wir nur gerade wissen, wer wo unterwegs ist. Göttingen Rathaus. Wo ist der Fahrziel? Göttingen Rathaus. Fährt nach Norden. Würde ich dann sagen, einfach den Fahrplan ändern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das mit den Passagieren gleich verhält. Ob die dann da rausspringen oder ob die weiterfahren, ne? Hier müsste irgendwo so eine weiße Linie jetzt erscheinen. Linie 57 ist es nicht, nein. Die müsste doch auch weiß sein, oder? Habe ich die jetzt eben nicht richtig abgesegnet? Doch, da ist er ja. Gut. Das ist die richtige. 262 Passagiere sind da unten. Warte mal. Ja, das müsste alles auch auf der neuen Linie sein.
funktioniert weiterhin, weil die Bahnhöfe werden noch angefahren, deswegen bleiben sie auch drinnen sitzen wahrscheinlich, ne? Das ist ja schön. Dann haben wir das gemacht. Oder auch nicht. Nochmal. Fahrplan. Hier ist er nicht drin. Das ist das. Doch, da oben ist er jetzt. Gut. So, jetzt schließen wir das. Und sie bleiben alle sitzen. Jetzt ist es richtig. Genau. Gut. So, das ist die Sache, die wir jetzt umgestellt haben. Er hat einen reinen Personenzug. War das jetzt ein reiner Personenzug? Das ist die nächste Frage. Nee, der hatte auch Post an Bord. Hatten wir da reine Personenzüge? Aber ich sag mal, wir können den auch mitfahren lassen. Das spielt jetzt, glaube ich, keine direkte Rolle, weil ich glaube nicht, dass der Postzug irgendwie ausgelastet ist, oder? Hier sind 480 Säcke drin. Der steht gerade noch vor irgendeinem so ein Signal. Hier sind auch Säcke Post drin. Und hier sind auch Säcke Post drin. Und das wäre jetzt einer ohne Post. Den hat er umgearbeitet, aber ich lasse den anderen jetzt fahren. Das spielt keine Rolle, weil wir genug Kapazitäten da haben. Dann ist die Post auch schneller transportiert zwischen Hannover und Göttingen und Hannover und Hildesheim. Okay, das ist okay. Das zu, das zu. So, dann hat er noch was geschrieben. Zug Nummer 5 sollte ich nehmen, alles klar. Ich habe jetzt natürlich 1 genommen. Steht extra im Text, aber okay. So, in Hannover selbst wollen die meisten Richtung Dortmund. Hannover Rathaus, gehen wir doch da mal hin. Machen wir das mal zu, gehen hier nochmal an Hannover Rathaus. Ja, zur Kohlezeche hin, über Hamm Rathaus gehen die anderen. Ja, das sind 1200, die Richtung da fahren. Kein dritter Zug ist gerechtfertigt damit. Ja, das ist jetzt schwierig, weil ich sehe jetzt eigentlich schon, dass da, ne, wenn man überlegt, dass in Hamm schon 800 hinfahren wollen, da steigen dann wahrscheinlich auch noch in Dortmund welche zu. Also ich würde eigentlich eher doch noch einen draufsetzen. Und der fährt da ja gerade hin und ist voll. Also, und er ist gerade erst losgefahren. Also ich persönlich sehe, dass wir da doch einen draufsetzen können. Lassen wir es offen. Haben wir drüber gesprochen. Schreiben wir als nächstes drüber. Das war dann da. Dann hat der Michael aber das nächste gemacht im Süden. Stuttgarter Depot müssen wir hin. Da gehen wir hier hin. Stuttgart ist da. Karte wieder zu. Aus dem Depot möchte der Michael einen Zug zusammenstellen. Eine 7A. B7A mit 10 Waggons, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir. Keine Post. Stuttgart-Landshut ist die Linie. Und Stuttgart-Landshut ist das da. Und starten. Und dann den nochmal aufgefangen und guckt, ob der auch in Stuttgart, ne, der startet in Reutlingen, der kann aber in Stuttgart dann starten. Passt. Na, den können wir auch mal gerade offen lassen. So, das haben wir gemacht, das sollten wir noch machen. Und dann soll ein anderer Zug dort runter, und zwar die B6. Na, dann wollen wir mal schnell auf die Linie. Zug Nummer 49 ist dieser hier. Details, dann sieht man auch, das ist eine B7, das ist er also doch nicht. Ja, da müssen wir mal gerade suchen. Sehe ich das hier auch, welcher ist? Bayerische B6, steht doch da. Steht überall B7, hier steht B6, aber in den Details steht B7A.
Bin ich jetzt Baller oder stimmt? Nee. Nee, verfolgen wollte ich gar nicht. In dem Sinne, ich wollte vergleichen. Das ist schon eine neue Lok. Irgendwie wird es nur falsch angezeigt, hä? B7A. Anzeigefehler bei Simotrans, oder wie sehe ich das? Gut. Dann den weg. Ach so, die 49 lassen wir vielleicht davor stehen, ne? 7A. Und das A wird direkt da dran geschrieben. Gut. Passt, Michael, brauchen wir nicht ändern. Aber der hat jetzt natürlich Post dabei und er wollte da noch einen Anhänger hintersetzen, der keine Post hat, sondern, ne? Auch wieder so ein schwieriges Ding jetzt, weil die Lok ist ja schon die neue. Es wären 30 Passagiere mehr. Das würde bedeuten, wir müssten jetzt nicht laden machen. Der fährt natürlich jetzt überall hin und hat geladen. Würde ich jetzt ungern machen. Dann würde ich sagen, den nicht laden. Weil der fährt komplett nur nach Stuttgart, die Passagiere. Wo fährt denn der jetzt gerade lang? Okay. Würde da den Postanhänger wegmachen. Und dann, ne? Ihn ins Depot auch schicken, dann, wenn er in Stuttgart war. Machen wir gerade mal schnell. Fahrplan mal gerade. Der fährt nämlich noch in Ulm vorbei. Das braucht er gar nicht. Der soll mal direkt nach Stuttgart fahren. Oder sowieso nur Stuttgarter Gäste drin hat, ne? Gut. So, der fährt dahin. Dann müssen wir hier erst wieder langsamer machen, wenn wir da in der Ecke sind. Jetzt hat er den einen überholt, glaube ich, der vor ihm war. Aber das passt schon. So, da ist Reutlingen. Und dann kommt Stuttgart. Und wenn er gleich in Stuttgart war, dann schicken wir ihn ins Depot und hängen den Postanhänger ab und setzen da ein Dingens drauf. So, jetzt zum Depot. So, den da ein. Können wir wieder schneller machen. Gut. Den dann weg. Auf das Depot. Und dann den Postanhänger weg und 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir da nicht vorgehabt, 10 hinzumachen? Ich glaube, da können wir auch 10 hinterhängen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Aber dann fahren wir nicht mehr Höchstgeschwindigkeit, ne? Ist das hier eine B7 oder was? Na super, das hat jetzt gut geklappt. Ne, das ist schon der richtige Zug. Voranstellen. Gut. Nochmal das ganze Werk, den hier weg. Anhängen. So, den als erstes. 4, 5, 6, 7, 8. Sollen wir da 10 machen? Das sind da 29 km/h, dann wären wir aber auch voll langsam, ne? 8 lassen wir. Gut. Die verkaufen wir aber hier. Egal. So, und das Ganze muss wieder auf die Linie Stuttgart-Landshut dann drauf, ne? Das ist die Linie, oder?
Warte. 10 hat er geschrieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, 10. Komm, mach mal 10. Warum geht das nicht? Ach, verkaufen haben wir. Anhängen. So, jetzt haben wir 10 und starten. Fertig. So. Das passt, glaub, alles. Ja, sieht gut aus, oder? Die Linie können wir löschen. Das ist ja falsch. Passt. Gut. So, und dann hat der Michael noch das links... Ach so, warte mal, lass uns da schnell reingehen, dass der in Stuttgart anfängt, ne? Sonst haben wir da auch wieder ein Problem. Linksrheinisch. Sollen wir dann noch gehen und in Bonn irgendwo losfahren? Speyer noch weiter nördlich. Bonn müsste hier in diese Richtung jetzt sein. Knapp über uns, oder? Ist doch noch ein bisschen weiter. Oh, Koblenz ist da erst. Da ist unsere Lokomotive, oder? Aachen, Bonn, Koblenz, ist das die? So, da müssen wir noch Bonn erweitern vom Bahnhof her. Bonn wird in westliche Richtung um 6 Felder erweitert. 1, 2, 3, 4 sind das 5, 6. Das sind dann auch 6, haben wir gemacht. Ein Postkasten kommt dann noch westlich. Da ist der Postkasten. Wo kommt der hin? Ah, da müssen wir noch eine Straße basteln, ne? Ich lese nochmal. Ja. Postkasten westlich des Rathauses, also dahin. Dann ist der Bahnhof da auch so erweitert. Und das gleiche passiert natürlich auch noch in Köln, so wie ich das sehe. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt gehen wir gerade nach Köln. Der muss auch erweitert werden. Der Postkasten geht da natürlich nicht hin. Da müssen wir erst den Bahnhof erweitern. Köln erweitert. Jetzt geht der Postkasten hier hin. Passt. Ist das 303? 930, ja. Und Krefeld soll auch noch einen Postkasten bekommen. Dann müssen wir da gerade noch hin. Wo ist Krefeld? Da oben irgendwo. Postkasten, passt. Gut. Bonn, Köln, Krefeld. Das ist der falsche Zug. Aha. Wo hatten wir denn hier das Depot in Köln? Ja. Warte mal, das ist doch unser Zug hier, ne? Bonn, Köln, Krefeld, genau. Nicht laden. Der fährt jetzt aber noch bis nach Bonn runter und dann zurück, okay. Das ist schon mal prima. Dann machen wir hier noch den neuen Zug auf. ...9.1 war das. Auf die gleiche Strecke. Bonn, Köln, Krefeld. Das ist richtig. Den starten wir auch ruhig einmal. Das können wir schließen. Den nehmen wir auf. Aber den müssen wir jetzt ein bisschen steuern, ne? Bonn, Köln, Köln. Dieses Köln nehmen wir als erstes. Der fährt natürlich jetzt nach da unten. Gibt es da unten eine Ausweiche? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube ja, ne? Hier nach... Ja, dann steht er da irgendwo gleich. Oder? Müssen wir beobachten. Aber der ist ja schon da. Das ist ja gar nicht so weit. Und er fährt jetzt nach Norden. Gut.
Kriegen wir schon hin, oder? Können wir auch hier dann ausmustern drücken, ne? Dann sollte der ja gleich verschwinden und der fahren. Passt. Gut. Das sind die Errungenschaften, die wir dann von Michael haben. Das sollte laufen. So, hatten wir schon hier reingeguckt? Ich weiß es nicht mehr. Hier wollte ich dann kurz zeigen, was die Ausgaben sind letztes Jahr. Hier kann man sehen, Betriebsgewinn auf der Straße minus 170. Davon sind die Instandhaltungskosten ja das teure. Hier sieht es ein bisschen besser aus. Habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Nur nochmal so, ne? Gehen wir mal auf den Monat. Machen wir gerade richtig miese. Wir sind noch im Juni. Tja, das muss noch irgendwie werden, ne? Okay. So, der eine ist leer und weg. Dann passt das hier auch. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr weiter gucken. Er hat hier 78 und 3 Postsäcke. 239 fährt er hier ein auf der Stuttgarter Linie. Die fährt auch voll plus ein. Das ist auch gut. Ich glaube, das können wir erstmal schließen. Und dann würde ich gerne noch nicht Linie, sondern eine Haltestelle aufrufen. Nicht Haltestelle. Regensburg hatte ich, glaube ich, letztes Mal gesagt, wollen wir noch ausbauen. Das mache ich gerade noch. Wartend. Wo ist Regensburg? Oder war es Reutlingen? Ne, Reutlingen war es nicht. Das war Regensburg, wo ich noch eine Bushaltestelle bauen wollte. Habe ich so ein übersehen? Hier ist es hier oben. Ne, eigentlich nicht. Hamm, Hannover, Göttingen, Hildesheim, Dortmund, Ingolstadt. Nürnberg, Stuttgart. Ach, ich bin ja auch voll falsch im Endeffekt. Weil das war in der Liste. Bei den Einwohnern. So, jetzt haben wir es aber, ne? Da ist Regensburg. Schlimmer ging's auch nicht, ne? Hier waren nämlich noch zwei, die wollte ich anschließen. So war das. Gehen wir mal gerade rein. Den auch zu. Dann holen wir uns die Straße da rein. Die wollte ich hier verlängern. So. Das heißt, da muss noch eine Bushaltestelle hin. Die mit Postkasten. Aber warte mal. Ja, aber nachher müssen wir sie dann wieder umarbeiten und ja, die andere wäre nur halb so teuer, ne? Abreißen? Weiß ich nicht. Gut. Haben wir gemacht. Dann müssen wir noch die Linie hier ändern. Ne, der war's. Stadtbus Reutlingen. Ne, Regensburg. Linie ändern. Ja, einfach den da hinzufügen und den da hinzufügen, dann müsste es ja passen, oder? Gut. Sind zwar der Postreiter drauf und das, dann passt das schon, oder? Wie sieht's denn mit Fahrgästen hier aus? Die wollen alle über Landshut weg und nichts anderes. Da haben wir einen Sack Post liegen. Und dort sind sogar drei Passagiere schon. Wunderbar. Gut, okay, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.